Heute mache ich mir einen schönen Tag in der Eifel. Ich fahre jetzt gleich ein paar interessante Menschen besuchen, die hier leben und arbeiten und die Eifel so lieben wie ich. Tja, sie ist ja auch sehr besonders, muss ich sagen. Wenn ich an die Farben der Eifel denke, kommen mir immer direkt Grün und Blau in allen möglichen Schattierungen in den Sinn. Für mich definitiv die Nationalfarben der Eifel. Ich bin schon gespannt auf meine heutigen Begegnungen. Ich besuche interessante Typen und Orte der Eifel. Einen Bäckermeister mit Zopf, einen Kunstschmied und Metalldesigner, eine junge Frau, die eine mega erfolgreiche Influencerin ist. Aber zuerst geht's zu einem wahren Genuss-Eifler, dem Kaffeeröster Alfons Schramer. Denn einen schönen Tag sollte man mit einem guten Kaffee beginnen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, da steht der Alfons ja schon. Beeindruckend, was man alles mit Kaffee machen kann. Wahrscheinlich hat der Alfons, so wie ich ihn kenne, noch weitere Ideen auf Lager. Hier sind dann die Kaffeemöbel. Da können wir uns ein bisschen hinsetzen. Die sind aus diesen alten Kaffeesäcken. Ganz genau. Wunderbar, ja. Sehen die aus. Toll. Schön, ne? Super. Dann herzlich willkommen in unserem Shop. Das ist unser neues Pilotprojekt super, für Läden. Im Kolonialstil gehalten. Ja. Dann mit den Kaffeeschütten natürlich. Kaffee immer frisch verkauft, frisch geröstet, frisch verkauft. Kaffee ist kein Produkt, was anders als Wein durch Lagern besser wird, sondern Kaffee muss frisch sein. Und sag mal, Alfons, hier kann man jederzeit rein? Also in diesem Laden kann ich zu euren normalen, ich sag mal, Büroöffnungszeiten reinmarschieren und mich umsehen? Genau, von Montag bis Freitag. Und wenn ich samstags hier bin, ist das auch noch möglich. Geht das auch? Da geht das auch. Kann man sehr unkompliziert. Ja, das geht auch. Genau. Super. Das machen wir auch, ja. Gehen wir mal in die Rösterei gucken. Ja. Zeige ich dir das mal. Ja, sehr gerne. Bitte schön, einmal Treppe runter. Hier haben wir noch unsere ganzen... Die ganzen Kaffeemöbel. Ja. Toll. So, und hier ist das Herz von El Mondo del Café. Die Rösterei. Hier riecht es herrlich nach Kaffee. Parfüm ist im Übrigen tabu hier. Die geröstete Kaffeebohne nimmt jeden Geruch an. Schon faszinierend, das hier alles mal kennenzulernen und hinter die Kulissen zu schauen. So wie ich Alfons erlebe, übersprudelnd vor Ideen und voller visionärer Schaffenskraft, wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass die heimische Garage in Irrel zum Kaffeerösten sehr schnell nicht mehr ausgereicht hat. Seiner Umtriebigkeit hat im Übrigen auch Trier seine erste Kaffeebar zu verdanken. Und jetzt stehen wir hier in seiner großen und modernen Kaffeerösterei. Nicht in Italien, sondern in der Eifel. Die Welt des Kaffees, Alfons. Und deine Liebe zum Kaffee, die hat dich natürlich auch nach Kolumbien gebracht. Und da warst du viele, viele Male. Und du hast erzählt, du hast in Kolumbien vom Häuptling der Kogi-Indianer, die nennen sich auch Hüter der Erde, hast du die Segnung zum Kaffeerösten erhalten. Bist also gesegneter Kaffeeröster. Ja, das ist ein ganz, ganz weiter Weg bis dahin. Also angefangen hat das alles 2007 durch einen Kaffeefarmer, dessen Sohn hier in Heidelberg studiert hat, der hier ankam und mir ein Muster aus Kolumbien...